Willkommen Fußballfreunde zu einem neuen Video auf TV-Bild. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine neue Top-Liste. Heute gibt es ein ganz besonderes Ranking. Ich ranke bisher alle Fußballtransfers über 100 Millionen. Es sind meiner Rechnung nach 10 an der Zahl bisher gewesen. 10 Mal sind über 100 Millionen für einen Spieler über die Ladentheke gegangen. Und ich bin mal gespannt, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Ich bewerte oder ich ranke den schlechtesten bis zu dem besten Transfer über 100 Millionen. Fangen wir an mit dem hintersten. Platz 10 ist bei mir Antoine Griezmann. 120 Millionen hat er gekostet von Atletico Madrid. Und sind wir ganz ehrlich, ja, die ersten Gerüchte gab es schon, dass er wieder wechseln will, dass er wieder weg will. Also auf jeden Fall ein Transfer, der bisher sich nicht rentiert, nicht ausgezahlt hat. Auf gar keinen Fall. Da gibt es schon einige Gerüchte. Man will angeblich wieder Neymar holen. Aber Barca hat viele Probleme. Viele finanzielle Probleme, gerade weil sie bei diesen 100 Millionen Transfers bisher eigentlich immer daneben gegriffen haben. Und dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir in diesem gesamten Video. Dass Barcelona sind wirklich die Könige darin, bei 100 Millionen Transfers vollkommen daneben zu greifen. Griezmann ist da wirklich einer davon. Ich hätte diese drei Barca-Transfers über 100 Millionen, hätte ich auch andersrum ranken können. Ist egal, denn alle drei sind meiner Meinung nach extrem gefloppt. Und Griezmann, finde ich, passt auch in dieses Spielsystem nicht. Wenn man etwas umstellt und mit einem neuen Trainer vielleicht, ein, zwei Spiele waren ganz gut, der Rest war eigentlich nichts. Also Griezmann bei Barca in dem System sehe ich nicht. Da müsste man umstellen, damit er da besser zur Geltung kommt. Das hat Setien ein, zwei Mal gemacht. Da lief es auch besser. Aber insgesamt bin ich da kein großer Fan von ihm gegen von ihm in diesem System. Und ja, gegen Atletico durfte er dann erst eine Nachspielzeit ran. Es war eine Demütigung für ihn. Da hat sogar seine Familie aufgeregt. Also Griezmann und Barca bisher ein Flop. Genauso übrigens wie Platz 9 und Platz 8, die fasse ich mal zusammen, Coutinho und Dembélé. Ich hätte auch Griezmann, Coutinho und Dembélé, hätte ich auch alle andersherum ranken können. Ist eigentlich egal, denn alle sind gefloppt. Coutinho wurde geholt, so, ja, keine Ahnung, mit Messi so ein super Duo zu bilden. Hat nicht funktioniert, überhaupt gar nicht, wurde ausgeliehen an die Bayern. Selbst da hat sich Coutinho nicht durchsetzen können. Er kam für 145 Millionen. Er war der Rekordtransfer. Er war der Rekordtransfer von Barcelona. Und was ist mit ihm passiert? Jetzt will man ihn auch irgendwie loswerden. Und das sagt ja viel. Deswegen ist Barca da, wo sie aktuell sind, weil sie haben viel Geld in die Hand genommen, aber damit so gut wie nichts erreicht. Sie haben nur Spieler gekauft, die nicht funktionieren. Griezmann, Coutinho und Platz 8, Dembélé. Gut, bei Dembélé ist noch alles so ein bisschen anders. Ich glaube, Dembélé hätte sich durchsetzen können. Wenn er gespielt hat, finde ich, hat er es auch einige Mal sehr ordentlich gemacht und sehr gut gemacht. Allein durch seine Schnelligkeit fand ich ihn schon gut. Aber wie gesagt, mit seinen ganzen Verletzungen, wofür er nichts kann, mit seinen ganzen Disziplinlosigkeiten, wofür er viel kann, ja, dass er zu spät kommt und so weiter und so fort. Auch das macht einer Mannschaft zu schaffen. Auch das macht einer Mannschaft zu schaffen. Und deswegen habe ich die Barca-Spieler hier aufgelistet. Das sind die einzigen drei Barca-Spieler über 100 Millionen, die geholt werden. Und alle drei haben nicht funktioniert. Auf Platz 7 dieser Liste habe ich Eden Hazard gelistet. Er kam auch für 115 Millionen, kam er von Chelsea zu Real Madrid. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann man noch nicht so viel sagen. Deswegen habe ich ihn auf Platz 7. Die erste Saison war nicht gut von ihm. Er hat selber gesagt, er hat zwar den Meistertitel geholt mit Real, aber es war seine persönlich schlechteste Saison, hat er gesagt. Er kam gar nicht richtig an, hatte auch zeitweise ein bisschen zu viel auf den Rippen, dann hat er immer wieder verletzt. Also es war eine Saison zum Vergessen für Eden Hazard. Er wurde ja geholt als der neue Ronaldo. Wenn Real so viel Geld in die Hand nimmt, dann wollen sie einen absoluten Superstar und das konnte Hazard bisher noch nicht erfüllen. Deswegen habe ich ihn auf Platz 7, aber ihm gebe ich noch ein bisschen Zeit, sich dann doch noch durchzusetzen. Auf Platz Nummer 6 habe ich Joao Felix. Mit 120 Millionen, bis zum Jahr 120 Millionen hat er gekostet, kam er von Benfica zu Atletico Madrid. Bisher auch noch nicht so wahnsinnig eingeschlagen, muss man sagen. Aber ich finde, sein Potenzial erkennt man und ihm traue ich auch noch zu, dass er in der nächsten Saison den großen Step macht. Deswegen habe ich ihn hier mal auf Rang 6. Natürlich, für das Geld hat er jetzt noch nicht die Leistung gebracht, aber immer wieder gute Ansätze. Und bei ihm glaube ich auch noch, also ich glaube, wenn man ihn schon mal Fußball spielen gesehen hat, ich habe einige Spiele von ihm gesehen, sieht man einfach ein riesiges Talent. Das muss Simeone noch ein bisschen mehr zum Vorschein bringen. Bei Atletico ist es vielleicht auch schwierig, ja, mit dieser Spielweise als Offensivspieler da zu glänzen. Gerade wenn du noch so unerfahren bist, ist auch nicht körperlich der stärkste Joao Felix. Deswegen habe ich ihn auf Rang 6, weil er noch viel Potenzial hat. Aber hier habe ich ihm echt einen gutmütigen Platz quasi gegeben in dieser Liste. Auf Platz 5 habe ich Paul Pogba. Mit 105 Millionen hat er gekostet, wechselte von Juventus Turin zu Manchester United. Ist da auch Führungsspieler mittlerweile, läuft von Manchester United gut, aber lange Zeit nicht. Pogba hat mal funktioniert, hat mal nicht funktioniert. Gab auch immer wieder Gerüchte, wechselt er zu Real, wechselt er wieder zurück zu Juve oder sonstiges. Gab es immer wieder. Ich habe mir jetzt hier mal in die Mitte gesetzt, weil ich eigentlich ein riesiger Fan bin von Pogba. Er ist eigentlich ein super Spieler. Ich meine, Weltmeister nicht umsonst geworden. Ich finde, er ist ein sehr, sehr, sehr kompletter Spieler. Also ich mag ihn als Spielertypen sehr. Bei Manchester United hat er aber nicht immer die Leistung gebracht, die man von ihm erwartet hätte. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt es ja noch.
Dennoch finde ich, hat er mehr geleistet als viele andere Spieler jetzt hier in der Liste. Das ist ein Coutinho zum Beispiel. Und dementsprechend habe ich ihn jetzt hier auf Platz 5 gesetzt. Nummer 4 in dieser Liste ist Neymar. Neymar hat 222 Millionen gekostet und ist damit der teuerste Spieler der Welt, wie wir alle wissen. Ihn habe ich auf Rang 4 gesetzt, weil er schon, muss man sagen, PSG einen neuen Glanz verleiht hat, dem Verein. Ich glaube, allein so für den Verein war es sehr gut, dass ja, Leute, Fans von PSG wurden, die es vorher noch nicht waren, Trikots gekauft wurden. Also aus dem ganzen Marketingbereich hat der Neymar-Transfer sicherlich viel gebracht. Das auf jeden Fall. Sportlich muss man sagen, hat er, wenn er spielen konnte, hat er es immer gut gemacht. In der französischen Liga, finde ich, fühlt er sich fast so ein bisschen unterfordert, Neymar, was er da immer macht, was er da zeigt für Tricks teilweise, Rainbow Flick und alles Mögliche schon. Also was das angeht, ist er Wahnsinn. Macht er viele Tore, macht er gute Dribblings, gute Vorlagen, das ist ein Wahnsinnsspieler. Warum er nicht weiter oben steht in dieser Liste, von wie sich dieser Transfer eben rentiert hat, ist ganz einfach deswegen, weil er in den wichtigen Partien immer verletzt war. Das könnte diesmal anders sein gegen Atalanta Bergamo. Da wird es auf ihn ankommen, wenn Mbappé ausfallen wird. Das ist ja noch nicht ganz, ganz, ganz klar. Es gibt noch so eine Mini-Chance, habe ich gestern gelesen. Aber ansonsten liegt es an Neymar. Da kann er dann zeigen, ob er das Geld wert ist. Bisher war er unglücklicherweise immer verletzt, wenn es dann drauf ankam. Platz 3 in der Liste ist Gareth Bale. Gareth Bale ist für 101 Millionen ist er gewechselt zu Real Madrid. Und jetzt fragt euch wahrscheinlich, Bale, der macht doch nur noch Kasperle-Theater auf der Tribüne. Wie kannst du ihn so weit oben da reinsetzen? Ganz einfach, es geht um die Gesamtheit des Transfers. Und da finde ich, war Bale sehr wichtig. Real Madrid hat mit ihm so oft die Champions League geholt. Immer und immer wieder haben sie die Champions League geholt. Und wie wichtig war da auch ein Gareth Bale? Ich erinnere an das Finale gegen Liverpool. Sein Fallrückzieher und auch das andere Tor, auch wenn es Karius schuld war. So, also Bale, wichtiger Spieler in seiner Zeit gewesen, mitverantwortlich für die ganzen Titel, die man geholt hat. Das kann man ihm nicht abreden. Man kann sagen, dass es nicht cool ist, was er aktuell da macht. Aber dass er in der Realzeit so wichtig war für diesen Verein, das lasse ich mir nicht von Bale wegreden. Das war er viele Jahre, gute Leistung gezeigt, auch immer wieder Probleme gehabt mit Verletzungen, dafür kann er aber nichts. Und ich finde, wenn er fit war, hat er die meiste Zeit sehr gut gespielt. BBC, Benzema, Bale, Ronaldo, das war ein Wahnsinns-Killer-Trio, muss man sagen. Platz 2 in dieser Liste ist Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin. Ganz kurz, Cristiano Ronaldo zu Real Madrid habe ich übrigens nicht hier, denn da habe ich bei Transfermarkt gelesen, es waren 94 Millionen. Also unter 100 Millionen, ich habe nur über 100 Millionen. Ich dachte immer, Ronaldo ist für mehr als 100 Millionen zu Real gewechselt. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Ich habe auch irgendwann mal gehört, dass man das dann gesagt hat, dass er für über 100 Millionen gewechselt ist, damit er der teuerste Spieler ist, irgendwie für sein Ego. Keine Ahnung, bei Transfermarkt ist schon 94 Millionen, deswegen habe ich diesen Wechsel nicht berücksichtigt. Aber zu Juventus Turin, da ist er gewechselt für 117 Millionen. Ja, dazu kann ich sagen, ich finde, er hat sich schon rentiert. Ich meine, klar, Juve hat bisher noch nicht die Champions League geholt, aber er hat auch erst eine Saison dafür gehabt. Er hat in dieser Saison unfassbar viele Tore geschossen. Mit Abstand der beste Spieler bei Juventus Turin, was die Tore angeht. Spielerisch finde ich auch der beste mit Dybala zusammen in dieser Saison. Letzte Saison war okay, ja, hat er auch schon einiges gezeigt. In dieser Saison geht es noch um die Champions League, muss er noch was leisten. Aber ich bewerte den Transfer ja auch als Ganzes. Da finde ich, ist ein Typ wie Ronaldo natürlich sehr gut, dass es strukturelle Probleme bei Juve gibt mit dem Trainer, mit dem Mittelfeld. Dafür kann Ronaldo erstmal nichts. Dafür kann er nichts. Es gibt auch viele, sagen, ja, Juve hat vor Ronaldo besser gespielt vor 3-4 Jahren. Kann man natürlich sagen, aber das kann man ja nicht vergleichen, diese Zeiten. Und aktuell ist er sehr wichtig für diese Mannschaft. Plus, und das zählt ja bei diesem Transfer auch noch, die ganze Medienaufmerksamkeit, die Trikotverkäufe, die Aktie ging hoch. Also all das, was Juve da riskiert hat mit diesem Riesentransfer von Ronaldo, finde ich, hat sich schon rentiert. Deswegen steht er hier auf Rang Nummer 2. Nummer 1 ist Kylian Mbappé für 135 Millionen. Ich denke, der mit Abstand sinnvollste Transfer in dieser gesamten Liste hier. Danach habe ich es ja ungefähr sortiert. Wie sinnvoll war das? Und ich glaube, Mbappé, damit hat man den besten Transfer gemacht. Einfach einen super jungen Spieler geholt, damals von AS Monaco PSG. 135 Millionen, im Nachhinein sogar gar nicht mal so viel. Ist ein Weltklasse-Spieler, jetzt natürlich verletzt, ist bitter. Aber den können sie jederzeit wahrscheinlich für 200 Millionen verkaufen, wenn sie wollen. Also hat er sich schon sehr gelohnt und ist für mich mit das Gesicht von PSG. Gerade wenn Neymar öfter mal verletzt ist, Mbappé super wichtig. Weltmeister, was soll ich dazu sagen, ist für mich der beste Transfer gewesen. Aber, was ich auch interessant finde bei dieser ganzen Liste, wir haben wirklich viele Transfers, die nicht funktioniert haben. Da denkt man, wenn man über 100 Millionen ausgibt, dann muss man doch einen super Spieler kriegen. Ja, wir sehen hier bei vielen der Liste, hat das dann nicht funktioniert. Eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was seht ihr anders. Wir sehen uns später wieder und denkt, haltet den Ball richtig flach.